So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's heute mit dem Abarth auf dem Bilsterberg. Es ist einiges passiert. Mittlerweile ist ja leider bekannt, dass die Essen Motor Show nicht stattfindet. Trotzdem machen wir unser Gewinnspiel weiter bis, ich sag jetzt mal, Anfang Dezember. Das heißt, in diesem Video wieder ballert die Kommentare voll. In einer Woche der Kommentar mit den meisten Likes kriegt, jetzt überlege ich gerade. Ich hab's. Im November findet noch einmal ein Fahren auf dem Bilsterberg statt. Derjenige in den Kommentaren mit den meisten Likes darf hierher kommen. Den lade ich ein. Und der darf tatsächlich mal ein paar Runden im Abarth mitfahren. Das ist geil. Kann man machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, Rolf spielt bei dem Ganzen mit, weil wir immer von Rolf hier eingeladen werden. Bilsterberg, an der Stelle nochmal vielen Dank. Mega geil. Heute das erste Mal im Regen. Aber das kriege ich schon organisiert. Also ab in die Kommentare. Der mit den meisten Likes kann tatsächlich mal mit dem Abarth mitfahren. Und ich kann euch versprechen, man rechnet am Anfang definitiv nicht mit, was das Auto eigentlich so kann. So, es hat sich einiges getan. Es sind zwei neue Aufkleber dazu gekommen. Wir haben jetzt vorne das Getriebe mit der Sperre verbaut und wir haben ein paar neue Räder drauf. So, bei diesem Auto konnten wir endlich mal kompromisslos das dran bauen, natürlich mit Straßenzulassung, was maximal leicht ist. Das heißt, wir haben jetzt eine OZ Alegerita HLT. 7x17, kommt von der ET ein ganz bisschen weiter raus, das heißt, wir konnten die Distanzscheibe weglassen und haben jetzt auch richtig Platz zur Bremse. Das heißt, wir können jetzt mit dem Setup eine größere Bremse fahren. Hätten wir vorher auch gekonnt, aber wir können es, wenn wir irgendwann so viel Leistung haben, dass wir die Bremse brauchen, können wir sie definitiv hier fahren. Jetzt kommt das Krasse. Ich dachte schon, die Originalfelgen wären leicht, da habe ich mich allerdings vertan. Diese Felge wiegt 6,3 Kilo. Das Originalrad wog über 10,5. Das heißt, wir haben über 4 Kilo pro Rad gespart. Und das ist auch der Grund, warum wir auf jeden Fall gleich noch einmal auf die Wagen fahren müssen. So, was hat sich noch getan? Getriebe mit Sperre. Wir haben die Zweischeibenkupplung drin. Das zeige ich euch gleich. Die klappert richtig schön. Wir haben ein paar Sachen natürlich wieder ausgebaut, weil wir den Motor eh schon mal draußen hatte. Das heißt, Klimaanlage ist jetzt komplett weg. Wir haben von H&R den mittleren Stabi drin. Das heißt, jetzt mit Sperre meinte Selim ja, wir könnten ruhig den Stabi ein bisschen härter machen, dass der Ausgleich links-rechts auf jeden Fall noch mal ein bisschen krasser ist. Da können wir auf jeden Fall auch noch was holen. So, jetzt überlege ich, was haben wir noch umgebaut? Wir haben die Ölwanne mit mehr Ölvolumen drin. Wir haben jetzt 4,5 Liter Öl. Jetzt kommt's. Firma G-Tech, Helmut, hat mir noch ein paar Nockenwellen geschickt. So, wir haben tatsächlich eine andere Einlass, eine andere Auslasswelle drin. Die soll noch mal so 10-15 PS bringen. Konnten wir jetzt natürlich im Vorfeld nicht mehr testen, weil das Auto ist wirklich gestern Abend aus der Garage gelaufen. Mit neuem Zahnriemen, neue Wasserpumpe, neue Kerzen, volles Programm. Das heißt, eigentlich ist das Auto soweit vorbereitet. Ich mache ihn jetzt mal an und fahren einfach mal auf den Wagen und zeig mal das Klappern. Ach so, hier, nee, noch eine Sache habe ich gemacht. Warte mal, ich setze mal rein. Weil ich persönlich wollte auch noch weiter das Lenkrad haben, es lässt sich aber nicht weiter verstellen, deswegen haben wir noch schnell einen Adapter gebaut, dass das Lenkrad nochmal, was sind das, ich sag mal 70, 80 mm weiter zum Fahrer kommt und jetzt ist es tatsächlich endlich so, dass es auch von der Beinlänge etc. her, glaube ich, ganz gut aussieht. So, und jetzt. Radio geht noch. Noch ein Radio, das Ding. Das fliegt im nächsten Setup. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, dass hier wieder ein bisschen Gewicht gemacht wird. Ihr erinnert euch ja, Downpipe hatten wir ja bei Benny gemacht. Die ist auch mittlerweile dran. Die sind wir so auch noch nicht gefahren. Und jetzt hört man, welche Kupplung trete. Ich glaube, musst du mal vorne ein bisschen. Ja, ich kann mal vorne nehmen. So, wenn ich die Kupplung trete. Das ist schon laut vorne. Hat das Auto gefühlt gleich 20 PS mehr, nur weil es so klappert. Wir haben allerdings auf dem Hinweg wieder direkt an der Reittankstelle vollgetankt. Also das Ding ist jetzt ratzeputze voll. Wir kommen unserem Ziel näher. Ziel ist es ja, dass das Auto unter 1000 Kilogramm wiegt. Mit Rennfahrwerk und so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch rausbauen können, wird das auf jeden Fall auch gehen. Jetzt kommt allerdings irgendwann der Punkt, wo es natürlich wieder schwerer wird, weil wir eine größere Bremse draufbauen, weil wir Überrollbügel und so weiter einbauen, wegen Safety und so. Dann wird es natürlich schwieriger. Aber nur kleinen Zwischenstand ist auf jeden Fall, ich glaube, das letzte Mal bei Selim waren wir bei 1050 oder so, auf jeden Fall ein paar Kilo wieder leicht.
Ich denke, es ist komplett sinnlos, jetzt loszufahren, aber einer muss ja die Strecke trocken fahren. Deswegen würde ich sagen, wir fahren trotzdem mal ganz vorsichtig. Machen wir das. Rolf sagt, es ist umso glatter, weil durch das ganze Gummi auf der Strecke plus Regen, sagt er, eigentlich brauchen wir nicht losfahren. Aber ich würde sagen, wir versuchen uns da ganz langsam anzutasten. Machen wir, ganz entspannt. So, bevor wir jetzt auf die Strecke fahren, gibt es noch mal ein bisschen Werbung. In dem Fall, weil ich wirklich gerade Hunger habe, noch nicht gefrühstückt habe und wirklich davon überzeugt bin. Y-Food, ihr habt es ja schon mal in einem anderen Video gesehen, die machen normalerweise diese Drinks. Es gibt allerdings auch Riegel, zwei Geschmacksrichtungen, Crispy Brownie und White Chocolate. Schmeckt wirklich geil, also ich kann es euch nur empfehlen. Das sind 12er Packs, hat 250 Kalorien so ein Ding. Ich habe ehrlich gesagt absolut gar keine Ahnung, was da so drin ist. Weiß auf jeden Fall, dass es ohne Zuckerzusatz und 25 Vitamine drin sind. Was hast du dazu? Du bist eher so der... Ja, mal im Fitnessstudio gewesen. Ne? Genau, nee, irgendwann mal im Vorjahr. Also so gerade für unterwegs halt wirklich einfach nice. Also so, ne, weil, wenn du es dir hochrechnest, sind das, kannst du einen richtig guten Tagesbedarf damit decken. Gesund decken. Also in dem Fall, ich muss jetzt einfach mit vollem Mund leider reden, weil es einfach so viel auch zu essen ist. Ich habe mich jetzt ganz oft schon dabei entwischt, weil ich die Packung immer im Bus habe und wir viel unterwegs sind. Es schmeckt halt auch einfach von der Schokolade her cool. Das stimmt. Das kenne ich von anderen Riegeln zum Beispiel in dem Bereich. Es halt schmeckt die Schokolade bzw. der Riegel allgemein so richtig pappig und sowas. Aber das war bei dem echt angenehm. Und hier ist es wirklich so. Schmeckt gut, kann man essen. Ja, nett. Und jetzt ab auf die Strecke hier. Also wir könnten jetzt natürlich das ESP wieder ausmachen, anmachen, sorry, ist ja die ganze Zeit aus. Aber ich würde ehrlich gesagt gleich von vornherein, dass jetzt dieses nasse Fahren, würde ich jetzt einfach nutzen als Fahrradtraining, weil aktuell ist auf der Strecke eh nicht viel los und es gibt nichts Schwierigeres, als auf der nassen Strecke zu fahren. Das heißt, wir testen uns jetzt, tasten uns nach und nach einfach ein bisschen ran und gucken einfach mal, wie sowas im Regen fährt. Ja, Sitzposition ist schon deutlich angenehmer mit dem Lenkrad so, ne? Ja. Ja, natürlich gerade rot. Warum, wieso, weshalb auch immer. Ja, so ein Radical. Krass, wie klein die Räder sind, ne? Ja. Wenn ihr das hier seht. Ja. So. Jawohl. Ja, also Lenkrad ist jetzt Welten mehr hin. Wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir die Hinterräder werden wir so gar nicht warm gefahren bekommen. Vorne könnte immerhin so einigermaßen klappen. So, wir haben jetzt die Sperre vorne verbaut. Okay, merkt man sofort. Jetzt haben wir natürlich im Regen das krasse Beispiel, dass man im Regen sofort merkt, hier, merkst du, wie wenn ich vom Gas gehe und er dreht durch, ich gehe vom Gas und er zieht sich sofort wieder zurück. Okay, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte gedacht, es fährt schlechter. Klar, wir sind jetzt nicht schnell unterwegs, es ist auch anstrengend zu fahren. Aber schlechter von, weil es so nass ist. Genau. Das Auto ist weiterhin schön neutral zu fahren, definitiv. Und man darf immer nicht vergessen, die Räder sind eiskalt. Wir werden die Räder auch nur warm kriegen über die Bremse. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn irgendwie, der fängt natürlich sofort an zu übersteuern. Na, ich sehe uns schon für so ein Wetter die Regenreifen auspacken. So, und jetzt können wir die erste Minockenwelt spüren. Der schon mal gut ist, der neigt eher extrem zum Untersteuern.
als zum Übersteuern. So, hier merkt man jetzt das Einmassenschwungrad. Das Runterschalten ist viel härter, ne? Weil wenn ich die Gänge jetzt fallen lasse, merkst du das? Die Kupplung natürlich sofort zumacht und dementsprechend, guck, hier kann ich halt gar kein Gas geben. Das ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Aber hier wird jetzt schon langsam die Strecke trockener. Also ich muss wirklich sagen, da haben wir aber schon ein Auto gebaut, was erstaunlich sicher fährt. So, dafür, dass es hier jetzt echt noch nass ist, ne? Muss ich echt sagen. Kann man das doch wirklich gut. Guck mal, wie das auch noch einlegt. Krass, hätte ich gedacht. Weil wir haben jetzt auch wenig Luftdruck drauf. Aber es geht. Ich würde sagen, den Boxer, den geht den Reihkümmer halten im Ring. Ja, tatsächlich. Ich bin auch begeistert gerade. Trocknen. Also ich muss wirklich ganz, ganz, ganz feinfühlig Gas geben, bremsen. Man hat natürlich den Vorteil, er zieht in dem Moment natürlich einfach nur nach außen, wenn man mal ein bisschen drüber fährt. Dann können wir das jetzt mal, Benni, ja mal zeigen hier. Jetzt im Regen extrem gut, wie gleichmäßig die Bremse gerade ist, weil ich merke auf der Bremse richtig, wie das Auto sich mehr oder weniger wieder gerade zieht. Alter, ist doch eine Driftauer hier. Junge, ich glaube es nicht. So, da brauchte ich gerade genau die Lenkradposition, weil ich konnte wirklich genau das Lenkrad loslassen und er hat genau das gemacht, was er sollte und das hat sich richtig gut angefühlt. Ja, hat sich super angefühlt. Lass es. Noch Luft drin. Ich habe sie dann auch einmal ins Leere getreten. Also muss jetzt gleich abwürgen quasi, oder was? Ja. Ja. Okay. Besser als gedacht. Ein ganz kleines bisschen noch. Stopp. Lüfte da. Und dann drückst du rein.
Die kleine Driftmöhre. Mega. Voll geil. Voll geil. Lenny ist auch happy. Richtig Bock gemacht. Aber fährt witzig, ne? Ja. Fährt witzig. Hätte ich persönlich auch nicht gedacht, dass es so gut fährt. Ja, für heute ist der Spuk erstmal vorbei. Ihr könnt ja noch ein bisschen fahren. Wir sind morgen wieder hier. Gibt ja so eine kleine Charity-Veranstaltung, aber da erzählen wir euch morgen mehr zu, ne? Ja, machen wir. So, geiles Auto läuft wieder. Mussten einmal kurz die, in der Eile war die Kupplungsleitung noch nicht ganz so weit drin, weil die waren nämlich alt. Den Zylinder hatten wir neu gemacht und die ist scheinbar einmal rausgeploppt. Das mussten wir gerade einmal in Stand setzen, neu entlüften. Danke nochmal an Classic und Speed für die Bremsflüssigkeit, wie immer hier am Berg, vertrauter Partner. Und ja, jetzt Auto läuft und morgen können wir weitermachen. Ja, da wo wir gestern aufgehört haben, geht es heute weiter. Leider dauerhaft Regen. Das heißt, ihr kriegt leider diesmal keine Fast Lap, weil es ist einfach sinnlos, in dem Regen mit dem Auto schnell zu fahren. So, jetzt gibt es heute aber ein weiteres cooles Event hier auf dem Bilsterberg. Und zwar eine Charity-Sache. Der Bilsterberg stellt der Luftbrücke Bad Lippspringe das Gelände kostenfrei zur Verfügung. Und die ganzen Teilnehmer, es wird 4x20 Minuten gefahren, der komplette Erlös spendet diese Organisation an Kinder in Kosovo. Coole Nummer. Deswegen sind wir auch gleich direkt mit drei Autos dabei, weil wir uns lieb gerne beteiligen. Das heißt, wir können jetzt hier so ein bisschen geführtes Fahren auf dem Bilsterberg machen. Selim fährt den Abad heute. Hat gerade im Hintergrund schon getanzt. Selim fährt den Abad und wir fahren heute, beziehungsweise nee, ich übernehme gleich die Kamera und Maxi fährt, nämlich mit dem Porsche Cayman S. Und ich bin mal gespannt, wie er sich so schlägt hier im Ring. Ja, ich mich auch. Ist allerdings geführtes Fahren, also wird schon gespannt werden. Aber allererst mal Rennstrecke. Ja. So, recht herzlich willkommen hier auf dem Bilsterberg. Mein Name ist André, neben mir ist mein Kollege der Frederik, dann gibt es noch den Jens. Wir drei sind heute die Instruktoren und führen mit Ihnen das Fahrprogramm, ein sogenanntes Race-Track-Training, also Rennstreckentraining, durch. So ein paar Grunddaten zur Strecke. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 4189 Meter. Die Breite der Strecke ist zwischen 10 und 12 Meter. Wir haben hier 9 Rechtskurven und 10 Linkskurven. Hinter mir sehen Sie einmal die Startzielgerade, die hat hier eine Gesamtlänge von 600 Meter. Dann gibt es gleich auch eine Gegengerade, die Sie sehen, da ist eine Gesamtlänge von 800 Meter. Wir ordnen uns gleich hinter diesen Fahrzeugen auf. Ich denke mal, dass wir irgendwie 5 bis 6 Fahrzeuge sind, hinter jedem Führungsfahrzeug. Und dann fahren wir in die Richtung auf die Strecke drauf. Thema Sicherheit. Wir haben hier ein elektronisches Marshall-System, welches in Form von Lichtzeichen Flaggensignale wiedergibt. Wenn Sie das irgendwo auf der Strecke rot leuchten sehen, rot heißt für uns ein sofortiger Abbruch der Runde. Wir reduzieren unsere Geschwindigkeit auf 50 km/h und fahren dann direkt in die Boxengasse. Sollte es gelb oder auch doppelt gelb blinken, heißt das nur, es ist eine Gefahr in dem nächsten Streckenabschnitt. Und wenn wir gleich auf der Strecke sind, machen wir auf der Startzielgerade nach jeder Runde ein Fahrzeugwechsel in der Gruppe. Das heißt, das Fahrzeug, was sich hinter dem Führungsfahrzeug direkt befindet, blinkt einmal links, schert nach links aus, alle anderen stocken in der Gruppe auf und derjenige ordnet sich dann als letztes in der Gruppe wieder hinein. Diesen Wechsel machen wir immer, wenn wir nach jeder Runde auf der Startzielgerade sind. Warum? Wir Instruktoren zeigen Ihnen hier die Optimallinie auf dem Bilsterberg und die können Sie wirklich nur dann optimal fahren, wenn Sie direkt hinter dem Führungsfahrzeug sind. Wenn Sie sich gleich ins Auto setzen, wir sind hier auf einer Rennstrecke und zwar dementsprechend hat man auch die Sitzposition. Packen Sie bitte gleich das Lenkrad einmal auf 9 Uhr, einmal auf 3 Uhr an, stellen den Sitz sehr weit nach vorne, dass Sie ein leicht angewinkeltes Knie haben und wenn Sie lenken, sollten Sie hier fast einen 90 Grad Winkel haben. Das sieht dann ungefähr so aus. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so über den Bilsterberg fahren, lenken Sie mit dem ganzen Körper. Sie kommen hier nicht optimal durch die Kurven durch. Ja, ansonsten ist es so, wir fahren gleich durch die Halle durch, ordnen uns dann hier in der Boxengasse auf. Wir fahren um 15 Uhr auf die Strecke drauf. Wenn Sie in den Pausen Fragen haben, irgendwas, was Sie möchten, dann fragen Sie uns bitte. Wir drei stehen Ihnen jederzeit hier zur Verfügung. So, Maxi, erzähl mal hier.
Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, auch wenn es nur geführtes Fahren ist. Und nass, jetzt muss man dazu sagen, hast du hier gleich die schwierigsten Bedingungen ausgesucht. Ganz genau. Was kann man hier überhaupt einstellen? Welche Möglichkeiten haben wir? Das ist eine gute Frage. Also hier ist halt Sportfahrwerk prinzipiell, also ein bisschen festeres Fahrwerk. Hier dann natürlich noch einmal PSM Sport, sprich das ist eingeschränkt. Und dann kannst du noch, wenn du ganz gedrückt hältst, kann das komplett ausschalten. Komplett aus? Ja. Ich würde es erstmal anlassen. Komplett an, ja, dachte ich mir jetzt erstmal auch. Wobei ja. Dieses PSM Sport soll ja beim Porsche extrem gut funktionieren, ne? Okay. Ja, wie gesagt, erstmal jetzt Rennstrecke hier. Keine Ahnung, wie das irgendwie funktioniert. Ja, Selim fährt im Abarth hinter uns. Dem habe ich auch schnell eine GoPro verpasst. Mal gucken, ob es da ein paar Möglichkeiten gibt. Yes. So, erste Mal Rennstrecke. Genau. Also, wie gesagt, Beifahrererfahrung habe ich schon einige, würde ich behaupten. Ja. Aber erstmal selber von gutes geführtes Fahren. Ich weiß nicht, was uns hier jetzt heute erwartet. Also ich sage, es ist besser, dass es erstmal geführtes Fahren ist, weil mit den Autos im Regen hier ist halt wirklich, dadurch, dass halt einfach so viel Gummi auf der Straße ist, ist es noch mal glatter zu fahren als in einer normalen Straße im Regen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde mir auf jeden Fall den Kombi nochmal schnappen und werde nochmal einen Turn mit dem Kombi mitfahren. Ja, weil das wird bestimmt geil trotzdem, ne? Ich glaube, das wird nämlich mein Traum werden, weil ich mit dem Ding schon so viel im Winter rumgedriftet bin etc. Und das fährt tatsächlich ähnlich hier. Also es ist wirklich fast wie auf Schnee fahren. Und ich glaube schon, dass das ganz cool wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich aufgeregt bin, aber ich bin schon aufgeregt. So, Lenkrad geht nicht weiter raus? Nee, es geht tatsächlich nicht weiter raus, aber ich habe meinen Sitz schon weiter nach vorne gemacht. Also Position. Also Lenkrad könnte ruhig noch ein Stück näher. Die treuen Fans werden jetzt sagen, du musst weiter ran, aber man sieht es halt auch an den Beinen, ne? Also da ist nicht mehr viel. Wo willst du mit den Beinen hin, so ungefähr, ne? Und höher sitzt kannst du auch nicht. Weißt du, dass man sich senkrechter reinsetzt, dann wäre die Beine ja... Nee, also, aber dann kommst du halt mit dem Helm umgegen, ne? Ja, also es ist okay, es ist jetzt keine perfekte Position, würde ich behaupten. Da ginge noch ein bisschen mehr, ne? Aber... So. Fürs erste Mal geführte Fahren ist, denke ich mal, in Ordnung. Das hier ist jetzt Cayman S, das heißt Vierzylinder Turbo PDK. Ganz genau. 2,5 Liter Motor, Serie 350 PS. Mhm. Also ist aber ein Boxermotor? Ja, yeah, genau. Vierzylinder Boxermotor. Ja, Strecke ist klitschnass. Ja, und das wird ernst. Ja, jetzt beim Fahren hört man den Boxer hier tatsächlich raus. So, vor uns erstmal ein S350D. Das ist natürlich auch genau das richtige Auto für den Bilzer Berg hier. Davor finde ich noch besser. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass der so boxermäßig auch klingt. Also er klingt drin mehr boxermäßig, ehrlich gesagt, als draußen, finde ich. Also die gefährliche Stelle ist eigentlich, wenn du jetzt gleich über die Kuppe rüberfährst beim Einlenken. Also auf jeden Fall erst nach der Kuppe lenken. Nach der Kuppe? Eigentlich erst nach der Kuppe und dann genau hier beim Einlenken hier kommt immer Arsch. Ja, da hat man schon gemerkt, wie er geschoben hat. Ne? Ja. Das ist schon, aber es ist schon ein Unterschied von Beifahrer zu Fahrer sein. Also schreibe ich das. Wie ich selber dachte, wie ich diese Strecke fahren würde und wie ich sie jetzt gerade tatsächlich fahre. Also macht das Sinn? Versteht man, was ich meine? Eher positiv oder negativ? Für mich in diesem Fall jetzt gerade negativ, weil ich das Gefühl habe, ich fahre eine super schlechte Linie, obwohl ich die Strecke gut kenne. Ja. Habe ich aber auch gerade das Gefühl, dass daran liegt, dass wir einfach super langsam fahren. Ja, genau. Weil du kannst ja einfach gar nicht richtig irgendwie rangehen, dass du mal eine Kurve richtig fährst. Aber wie gesagt, mit Regen, das ist glaube ich auch ganz angenehm gerade. Ja, das Problem ist, du fährst ja, wenn du jetzt langsam fährst, brauchst du ja gar nicht die perfekte Linie eigentlich fahren, ne? Ja. Weil bist ja nicht am Limit. Ja. So. Da geht's schon mal direkt in den Drift hier. Ja. Ja, ich glaube, wenn du den ohne Assistenzsysteme fährst, auf so einer Strecke hast du auch echt viel Spaß, wenn du es kannst. Ja, ich zeig dir das nach. Ja, super. Also ich denke mal, dass man leistungsmäßig mit diesen 350 PS viel mehr braucht man hier auf dem Bilzer Berg auch schon gar nicht. Nee, glaube ich auch gar nicht. Also ich weiß nicht, auf der Geraden kannst du wahrscheinlich nie genug Leistung haben, so, aber... Weil das ist da eine Strecke definitiv, wo es mehr so...
wo es wichtiger ist, dass man konstant eine saubere Linie fährt, als jetzt wirklich brutal Vollgas, Bremse, gib ihm. Wir können mal Folgendes machen. Was tippst du gerade, was das für eine Rundenzeit ist, die wir hier so fahren? Langsam, ey. Boah. 3 rum. Langsamer. Ich hätte aus dem Bauch heraus auch gesagt, nee, 3 rum nicht. Ich würde sagen, wir fahren so eine 2,50 ungefähr aktuell. Ich mach gleich mal den Timer an. Das ist übrigens eine der ekligsten Stellen hier. Ja. Weißt du, weil wenn du jetzt langsamer fährst, fällt das mir auf, wie abschüssig das hier draußen ist. Ja, extrem tatsächlich. Ja, das stimmt schon. Genau, und eigentlich jetzt erst bremsen. Ja, und dann hier rum. Aber hier brauche ich halt die Bremse. Ja, genau. Aber... ja? Weißt du Bescheid? Ja. Wie es hier mit dem... So, wir waren ein sportliches ESP, würde ich sagen, ne? Hat viel zugelassen, ne? Start. Ja, aber da war ich gerade überrascht, wie viel das ESP tatsächlich zugelassen hat. Ja, ich denke mal, in dem einen oder anderen Moment gibt es hier genauso auch, wo selbst das ESP noch zu langsam ist, ne? Ja. Und es gar nicht, also du kommst dann einfach so schnell in den Drift rein, weil du ja wirklich gezielt in dem Moment gelenkt und Gas gegeben hast. Ja, ja, klar. Dass das gar nicht schneller kann. Der müsste quasi sonst im Vorfeld schon wissen, dass du gleich Gas gibst, ne? Ja. Aber da sieht man mal, wie steil das hier berghoch geht, weil da dreht er ja selbst beim Hochfahren, gibt es ja nur ein bisschen Gas, ne? Ja, ja. Und er fühlt sich so richtig nach oben. Was sagt der Timer? 2 Minuten 20 sind wir schon. So, und die Uhr sagt... Oh, war langsam auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Gleich sind wir Startziel, 4 Minuten sogar. Bumm. 3,55. Wie viel? 3 Minuten 55. Boah, ja. Ja. Sieht man mal, wie schnell der Abarth im Vergleich zum Cayman S ist. Ja, das war das Renntraining auf dem Bilzer Berg. Hat mal wieder Spaß gemacht. Man sagt immer, wer im Regen fahren kann, kann auch im Trockenen fahren. Jetzt gucken wir gleich, was Maxi noch zu seiner Fahrt sagt. Und ja, sorry nochmal, dass wir in diesem Teil keine Fast Lap fahren konnten. War halt einfach Regen. Aber wir holen das auf jeden Fall nach und im nächsten Teil wird richtig geballert. Was wird als nächstes gemacht? Ja, es geht auf jeden Fall in Richtung Leichtbau. Ich nehme mir den Innenraum mal vor und gucke mal, was ich so ausbauen kann. Keine Angst, die Optik wird so bleiben. Und ich denke mal, wir werden jetzt im nächsten Teil anfangen, so langsam mit dem Rennfahrwerk bei H&R. Und gucken einfach mal, was man da noch so holen kann. Ne? Weil das ist wirklich krass. Da kommen natürlich auch Aludämpfer. Dann die 60er Rennsportfedern, Höhenverstellung hinten. Aktuell habe ich hinten keine Höhenverstellung. Dass wir da nämlich auch alles noch mal ein bisschen anpassen können. Puh, bin ich ganz schnell außer Atem hier. So, jetzt gucken wir mal, was wir Maxi noch mal kurz für ein Statement erwischen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, Herr Heine, wie war's? Ja. Wurde dann doch noch ein bisschen schneller als gedacht. War der letzte Turn schneller unterwegs? Ja, schon. Aber also mehr Speed ist mit der Bude nicht wirklich, weil Heck, Mittelmotor, ja. Also seid ihr jetzt wirklich zum Schluss? Ja, also ich musste gucken, dass ich dranbleibe auf jeden Fall. Ein bisschen fliegen lassen so ungefähr. Ja, schon. Schon. Sehr schön. Wie gesagt, musste gucken, dass ich auch ein bisschen dranbleiben kann, weil nur am Rutschen sonst gewesen. Aber war Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall mega. Ich habe auch gerade schon eine Abmoderation gemacht, wollte nur gerne noch dein Statement hinterpacken. Perfekt, ist super. Alles klar. Jawohl. Dann tschüss, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Jawohl.